Herzlich willkommen, guten Tag. Hallo. Hier in unserem Kinderferienclub. Das ist nicht euer Ernst. Nö. Also eigentlich nicht, also eigentlich schon. Also einerseits ja, herzlich willkommen zu einem neuen Famarame-Video. Aber Kinderferienclub, nee, aber dennoch. Sei's drum. Das Wichtigste ist, wir wissen, wir sind hier in Famarama und nicht in irgendeinem anderen Thema. Und das ist doch das Wichtigste. Gut, wie ihr merkt, ist es wieder ein etwas anderes Video. Aha, gut, okay. Naja, jedenfalls haben wir einige Ereignisse, die ich in diesem Video wieder ein bisschen aufrolle. Wie zum Beispiel die, wie viel sind's, ich kann nicht mal so hoch zählen, so viel Sparaktionen erwarten uns, oder sind dann aktuell dann bald. Das zum einen, dann natürlich viele andere Sachen, fangen wir einfach mal an, und zum anderen, was ich denn alles. Kann man normalerweise die Super Friends hier, die es hier eben gibt, kaufen für, und dann für solch wenig Geld, 1,90, 2 Euro, aber wer eben Mentor ist und da ein paar in Stufe 3 schon ist und Zuwendungspunkte hat, der kann sich hier auch die freischalten, hier die Super Friends, oder wie sich die genau nennen, also Max, Mümmelmann und Co. Und da habe auch ich ein paar, und die finde ich, ja, geschenkt wirklich klasse, oder? Hier die Sachen, die sie mir in etwa dann so schenken, um euch vielleicht so zu zeigen, was bringt sich die eigentlich? Bitte, Bühne frei. Ja, so sah es in etwa aus. Aber da muss ich natürlich auch anmerken und euch darauf hinweisen, irgendwann wurde es mir auch dann ab und an so blöd, und dann habe ich auch nicht immer, also es waren auch öfters dann einmal dabei, ja, doch, und da nochmal zwei Parfüm und da nochmal das. Weniger so krasse Sachen, aber die habe ich dann auch nicht immer ein bisschen extra davon gemacht. Aber ich muss sagen, dafür, dass es wirklich einfach geschenkt ist, also 12 Stunden Erntehelfer geschenkt, 12 Stunden Ah, Blödsinn, 12 Stunden ein Kakaobaum geschenkt, würde ich jetzt fast schon sagen. Naja gut, aber sonst, ja, Kakaobaum XXL ist echt klasse geschenkt noch dazu, das ist ja fast noch besser, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Und das Beste kann ich wirklich nur sagen, zu den ganzen, da ist ja einfach kein Ende in Sicht. Naja, und warum ist kein Ende in Sicht von diesen tollen Friends hier? Naja, ganz einfach, wenn die hier aussehen, meine Super Friends, dann kann ich mir im Mentorshop einfach wieder neue holen. Naja, gut, aber wer weiß, sorry, aber das muss das sein. Vielleicht hat ihr ja auch einen Geschmack von diesen tollen Mentorshop vom Mentorshop, oder naja, die meisten eher noch nicht, sage ich einfach mal. Gut, jetzt schließen wir das Thema endlich mal ab und kommen wir zum nächsten Thema. Und zum einen, ja, es ist ja viel vergangen, ich habe ja schon mal so ein Video gedreht, und seitdem ist, ja, naja, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, also es war halt viel los, wie wir es kennen in Famarama. Einige Sparaktionen waren wieder, beziehungsweise kommen wieder, da sind wir, kommen wir auch gleich dazu. Viele Events kamen und gingen, wie das Versteckspiel-Event. Bayern. Genau, oder in Bayern, in München, na, jedenfalls Oktoberfest war auch wieder, ist auch alles schon wieder Geschichte, und aktuell ist eben ein anderes Event an Werk, und zwar sind sie zurück, juhu, die My Little Ponies, und zwar Applejacks Farmschule nennt sich das Event. Und naja, jetzt, wie soll ich das genau sagen? Also, in meiner Welt gibt es nur Ponys und die essen alle Regenbögen und pupsen Schmetterlinge. Nein, doch. Tja, das sind die Fakten.
Jedenfalls finde ich das Event grundsätzlich jetzt hier, ich bin nicht der My Little Pony Fan, aber es gibt ein Maulwurfstall zu spielen und das finde ich richtig klasse. Dann gibt es noch ein Item mit Apfelkick. Naja, das ist dieses My Little Pony, das finde ich ja noch erträglich, aber das Pinke und das Blaue, das sage ich jetzt gar nichts dazu und ich hau jetzt ja auch keinen Clip extra rein, der das nochmal thematisiert. Aber gut, sonst finde ich das Event eigentlich, ja, von dem Preis noch hier zum Beispiel gibt's super Futter irgendwo. Hier gibt's, ne, hier gibt's sogar Turbkugeln, genau, das gibt's auch noch sehr schön. Ja, also von den Sachen Belohnungen finde ich es eigentlich recht okay, das Event auch nicht so schwer zu schaffen, unbedingt für mich. Genau, also da kommt ja wieder ein Event im Check wieder dazu. Gut, dann was gibt es aktuell noch zu sagen? Und zwar war ja am vergangenen Wochenende, da waren die Setzlinge. Ja, Setzlinge, genau wegen diesen hier. Wegen den Dingen da, wegen den Setzlingen, spielten sich Dramen ab. Aber nicht ein Drama, das dann ein gutes Ende fand. Nee, nee, hier ein paar Ausschnitte davon. Wenn jetzt noch ein XL-Baum rauskommt, dann weiß ich nicht, aber irgendwie, dann dreh ich durch. Das gibt's ja nicht. Wehe, ich will jetzt nicht durchdrehen, ich will mir jetzt keine negative Stimmung machen. Komm, 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 Duftbaum, nicht Spaß. Baum, Pflaume, Baum XL! Gut, machen wir mal 3. Oh, also, ich sehe jetzt mal das Positive dran. Schlechter kann es nicht mehr laufen. Das war der Wahnsinn jetzt gerade. Gut. Das gibt's ja nicht. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Vogelbeerbaum zweimal und Pflaumenbaum XL. Ey, wer mich kennt, der weiß, diese Vogelbeerbäume. Also, ich bin sprachlos, sag ich nur. Echt, das ist diese Walnussbaum XL. Habe ich jetzt einen Knall oder so? So, jetzt komm. Ein guter Baum. Ein Ziegelmilchbaum. Birnenbaum XL. Das ist der Wahnsinn. Wie gibt's das? Wie gibt es das? Ey, jetzt mach ich mal 2. Dann machen wir gleich 3. Vielleicht läuft's dann mal besser. Komm jetzt. Komm. Komm, komm, komm. Einmal. So, tschüss, ich beende jetzt das Video, jetzt reicht's mir dann. Ey, ganz ehrlich, das gibt es nicht! Ja, da werden Erinnerungen wach. Wenn's auch nicht unbedingt positive waren. Aber gut, so ist es eben gewesen. Und damit habe ich auch schon fast abgeschlossen. Denn, ja, diese Setzling, was hat es denn damit jetzt hier genau auf sich? Und zwar habe ich den mehr oder weniger das letzte Wochenende vergessen, überhaupt aufzustellen. Schande über mich, ja. Aber jedenfalls vereine ich dies jetzt eben mit meinem 8. Wochenendgewinnspiel auf meiner Seite. Link ist auch in der Videobeschreibung, sonst einfach megagamefreak.wordpress.com googeln oder auch nicht googeln, wie ihr eben wollt. Und zwar eben müsst ihr raten, was wird denn aus diesem Setzling? Ein XL-Baum? Oder ein normaler Baum? Oder ein Sonderbaum jedenfalls? Gut, von daher will ich jetzt gar nicht blöd fragen, ja, was für ein Baumclub wertet ihr es? Wird's? Glaubt ihr das? Den Baum? Nee, es waren einfach so viele XL letzte Woche, deswegen will ich wissen. Glaubt ihr, wird's ein XL-Baum? Oder doch nicht? Wird's ein Sonderbaum? Euren Tipp da in die Kommis eben auf meiner Seite und dann könnt ihr jeder nämlich, der das richtig gibt, jeder gewinnt eine Tiki-Maske. Also wenn ihr jetzt nicht diese zweite Spielo habt, diese hier, da bekommt man diese Tiki-Maske, dann ist das 8. Wochenend-Gewinnspiel auf meiner Seite wohl genau das Richtige für euch, oder? Ich denke schon. Achso, ich hab das nicht verstanden. Na gut, also wenn ihr es jetzt nicht ganz verstanden habt, na kein Problem. Das könnt ihr natürlich auch alles sehr nachlesen, ist ja ganz klar. Gut, also. Ich habe zu danken. Ja, ist ja kein Problem. Ich beschenke ja immer wieder gerne euch. Ja, gut, dann sonstiges Thema. Ne, habe ich eigentlich nichts mehr. Außer eben eins noch. Und zwar dieses Wochenende warten uns wirklich sagenhafte 4 Aktionen dieses Wochenende. Und es ist weder Gift and Traden noch sonstige eine Mini-Event, sondern 4 Verkaufstage. Juhu! Aber man muss auch dazu sagen, es ist gar keine Superdünger-Sparaktion dabei. Aber das haben sich auch wieder sicher viele gewünscht. Es gibt ja viele, sehr viele Superdünger-Fans. Besonders die von den Sparaktionen dann die. Gibt sicher viele, oder? Ich weiß nicht, ob Sie die Fans kennen. Ich kenne die Fans nicht. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Fans in den letzten Tagen und Wochen demonstriert haben.
Naja, muss man ja nicht demonstrieren in nächste Woche ist vielleicht dann auch schon wieder Superdünger-Sparaktion. Mal gucken. Dieses Wochen eben Susi Superdünger-Sparaktion, dann haben wir die Handwerkszutaten wie immer im Angebot. Der Ehrenzettelvertrag ist auch wieder und noch das Mühlenabo. Wow, da könnte man fast schwindig werden. Darum beende ich jetzt das Video und sage danke fürs Zugucken. Bis die Tage.